Hi und herzlich willkommen zurück bei Space Engineers. Wir testen heute unseren Tunnelbohrer, den wir gebaut haben. Ein paar Kleinigkeiten müssen wir dafür allerdings noch anbringen. So, mal gucken, ich habe hier irgendwie noch Batteriesachen drin. Wofür habe ich die drin? Ah ja, genau, für die Sachen hier drüben. Wir haben nämlich noch vergessen, hier Stromsparmodule und Effektivitätsmodule mit anzubringen, damit die Raffinerie da unten auch richtig laufen kann. So, hier ist jetzt alles gefüllt. Das sieht gut aus. Okay, dann fliegen wir noch einmal zurück und packen den ganzen Kram hier ein. Bauen dann da hinten hoffentlich ein bisschen was fertig. Schaut's hier. Ja, okay. Sind die Sachen noch in der Produktion? Das kriegen wir aber auf jeden Fall heute hin. Und schauen mal hier drüber. Genau. Hier sind die Sachen. Hinten haben wir den und hier das, den großen Frachtcontainer, genauso wie hinten noch den Verbinder dran. Jetzt müssten alle Sachen leer sein. Wir fliegen nochmal zurück. Schauen hier kurz rein. Ich würde auf jeden Fall gerne noch eine Batterie bauen hier für die Anlage, die wir hier haben. Mal gucken. Aber der produziert hier gerade noch kräftig. Braucht da auch Gold für und so. Dann schaue ich doch mal kurz in unser Schiff rein, wie es hier ausschaut. Mal einmal kurz nachladen, wie es hier ausschaut mit, okay, das sind die Sachen, die er produziert, das ist klar, mit unseren Ressourcen. Wir haben noch 2,9 Gold, Iron, wird auch richtig wenig jetzt langsam, da müssen wir nochmal nachlegen. Hier drüben habe ich aber noch Gold und Platin, liegt hier noch jede Menge drin. Oder jedenfalls relativ viel. Das heißt, da laufen die Raffinerien noch gut. Ich schau mal hier schnell rein. Wieso hat der Frachtcontainer hier eigentlich... Ja, komisch. Guck mal, hier sind so ein paar kleine Frachtcontainer, die er jetzt Ingots gefüllt hat. Ich weiß nicht warum. Das ist merkwürdig. Okay. Er zieht die jetzt auch irgendwie nach. Okay, warum eigentlich? Großer Frachtcontainer. Machen wir mal hier rüber. Hier kann ich darüber raufgehen. Großer Frachtcontainer. Ah, weil der hier wirklich voll ist mit Eis in dem Fall. Ah, okay. Ja, das ist natürlich nicht so praktisch jetzt. Weil eigentlich sollte das Eis ja nicht da drüben rauskommen. Da muss ich vielleicht nochmal irgendwas umbauen. Soll uns aber jetzt im ersten Step nicht stören. Derzeit ist ja alles miteinander verbunden. Das funktioniert also schon. So, hier sind jetzt die letzten Sachen im Bau. Ich möchte gern nochmal Batterien dazu packen. 1, 2, 3. Genau, schnapp mir hier das Zeug raus. Und jetzt sollten wir für hier drüben gleich alles haben. Hoffe ich mal. Gucken, ob am Ende noch irgendwas fehlt. Und die Verbinder. Okay. Super, hier haben wir auch alles. Hier den großen Frachtcontainer. Hinten den Verbinder, super. Klappt, was habe ich jetzt hier noch übrig? Ah ja, okay, das ist in Ordnung. Okay, dann passt das zusammen. Ich müsste jetzt mal kurz schauen, dass ich natürlich... Ich habe ja hier noch... Bora. Die sind alle in der Gruppe drin. Okay. Das heißt, ich müsste noch die Gruppe mit den Bohrern hier hinzufügen. Block an- und ausschalten. Dann habe ich hier die Batterien hinten. Die kann ich auf Recharge stellen. Okay. Habe ich jetzt noch andere Sachen? Vielleicht den Reaktor noch kurz mit an- und ausschalten können. So kann man ausmachen. Okay, dann sollte jetzt hier erstmal alles passen. Noch was übrig bleibt. Unten sind die beiden
die beiden Fahrwerke. Kann ja kurz hier einfach mal. Hier schreibe ich jetzt mal Tunnel. Ups. Tunnel. Bohrer rein. Okay. Hier nochmal kurz drauf. Fahrwerke. Okay. Die beiden Effektivitätsmodule, die kann ich hier mal ausblenden. Die beiden Stromsparmodule kann ich auch ausblenden. Dann ist hier ein bisschen übersichtlicher. Flugsitz, Raffinerie. Genau. Ah ja, genau. Den Sortierer müsste ich noch programmieren. Der soll in der Whitelist alle Barren nach hinten ziehen. Achso, Sekunde. Alle Barren und Eis. Sortierer. Weil ja, das Eis können wir hier drin nicht verarbeiten. Also soll er das Eis auch nach hinten geben. So. Super. Jetzt würde er funktionieren. Ich will nochmal kurz rüber, um zu schauen, wie es hier um meine Batterien steht. Okay, hier fehlt mir jetzt irgendwas. Anscheinend wieder Eisen. Gut. Das heißt, ich gebe hier mal die interne Panzerung noch kurz zurück. Das sind die zwei, die wir irgendwo mal eingesammelt haben für was anderes. Die lasse ich kurz demontieren. Und dann kann er hier noch ein paar andere Sachen zusammenbauen. Gucken wir mal, aber das passt hier doch sonst auch nicht, oder? Hierfür braucht er. Nee, okay. Alles klar. Dann funktioniert das so. Dann kann ich jetzt den Bohrer anschmeißen. Und wir probieren das Ganze mal aus. Also. Ich würde sagen, ich speichere mal eine Runde. Okay, wir schmeißen vorne den Bohrer an. Guck schon mal hier ins Inventar, ob hier irgendwas reinläuft. Ja, so ein bisschen Eis logischerweise. Okay, und das heißt, wir müssten jetzt den einmal ausfahren auf der 8. Fährt er langsam nach vorne. Ich gucke mir mal kurz die Kolben an, die wir hier haben. Der Kolben Mitte bewegt sich mit 0,2. Das ist okay zum Bohren. Der auch. Genau, und jetzt fährt das Ganze nach vorne. Zieht unten dann entsprechend das Eis weg. So war der Plan. Okay, das sieht hier auch gut aus. Ich muss mal kurz schauen, die beiden anderen Kolben. Nämlich einmal der Kolben hinten, der steht auf 0,5. Und der Kolben vorne steht auch auf 0,5. Okay? Von der maximalen Entfernung. Genau, das fährt jetzt alles nach vorn. Jetzt mal gucken. Jetzt hier überwiegend nur Eis drin, ne? Ja, okay. Das heißt, ich muss mir noch eine andere Sache anschauen. Gegebenenfalls die Teile. Hier habe ich nämlich Frachtcontainer, oder? Genau. Okay, ich hüpfe hier einfach mal rein. So, Kontrollfeld. Achso, hier kann ich die jetzt gar nicht angeben. Aber ich finde sie hier drüber. Großer Frachtcontainer. Eis. Eis. Und Eis. Weiß nicht, ob die darüber funktionieren. Bin ich mir nicht sicher. Das heißt, ich müsste vielleicht mal auf den programmierbaren Block gehen. Hier. Bearbeiten. Genau. Okay, das sind die Keywords für den, für die Container. Nicht die irgendwo noch bestimmen oder so, dass ich sagen kann, lass Eis bitte raus. Mal kurz, ah, hier unten bin ich jetzt schon in dem Script-Teil drin, da wird es dann wirklich unübersichtlich. Okay. Kurz hier oben nochmal schauen. Ohrs. Ich könnte hier halt auch auf Ohrs stellen. Tools, Bottles. To be recognized as a container of the given type. Okay. Ja, das passt mir jetzt noch nicht so richtig hier. Ich könnte natürlich hier noch irgendwo einen großen Container hinsetzen, aber dafür fehlt mir jetzt eh gerade das Eisen. Das heißt, ich gehe hier nochmal zurück und wir machen hier mal eine Runde weiter.
Vorne, das braucht sich jetzt eigentlich nicht mehr drehen. Das heißt, ich kann die Bohrer kurz ausmachen. Dann verriegel ich den vorderen. Mal kurz gucken. Vielleicht soll ich den aber auch erstmal ausfahren. Ja. Ich würde das ja gern noch ein Stück höher haben. Mal kurz gucken. Dann machen wir es andersrum. Und zwar den vorderen nicht verriegeln. Einmal hochfahren. Ja, super. Na toll. Jetzt habe ich es hier gerade einmal kaputt gemacht, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Muss ich hier einmal neu laden und weiß nicht genau, wo ich jetzt stehe beim Neuladen. Na, 4 Minuten her. Na gut. Verdammt. Der Klassiker. Ich kann dafür irgendwann noch mit 2 Zeitschaltuhren ein System schreiben. Okay, jetzt ist er an dem Punkt, wo er hier ausfährt. Okay, zwischendurch haben wir ja nur ein paar Sachen geguckt. Ist also in Ordnung soweit. Genau, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir an- und ausschalten. In Ordnung. Ich hätte hier gern noch irgendwann so ein bisschen Solarzellen drauf oder so. Und ich muss ja irgendwann auch das Eis abholen. Wir haben nämlich hier 8 Container. Nummer 3 genau ist das hinten. Kann ich nämlich hier rüber schauen. Frachtcontainer Nummer 3. Ah, okay. Ich muss noch den Sortierer umstellen. Zack. Und zwar soll der alles entleeren. Oh, jetzt sollte das Kontrollfeld, Quatsch, Inventar im Frachtcontainer hinten. Der sollte sich jetzt hier füllen. Guter auch. Zieht da nämlich Eis rein. Okay, super. Dann kann ich jetzt nochmal vorne verankern. So. Dann kann ich hinten lösen. Okay. Fahr hinten auch das kurz mal hoch. So, vorne fahre ich jetzt auch kurz hoch. Dann kommen wir nämlich automatisch ein bisschen höher, nämlich auf diese 0,5, die ich eingestellt habe. Perfekt. Und jetzt fahren wir das Ganze einmal zusammen, verankern dann hinten und dann können wir wieder nach vorne stoßen. Die Bohrer kann ich einmal ausschalten und darüber kriegen wir dann unser Zeug hier zusammen. Ich werde schon mal den Transporter besorgen, nämlich den hier. Gucken wir mal. Bin noch nicht so sicher, ob das der das von der Leistung hinkriegt. Aber gut. Produktion. Was habe ich jetzt hier unten drin, was hier nicht mehr geht? Keine Ahnung. Irgendwas habe ich rausgeschmissen. Das ist Verbinder unten, Verbinder hinten. Okay, dann fehlt mir hier aber noch ein Verbinder vorne, ne? Verbinder hinten. Verbinder vorne. Transporter. Boah, okay. Dann vergeben wir die nochmal neu. Und zwar andersrum einmal. Gruppen, Verbinder. Ist mir jetzt zu viel. Also, machen wir erstmal Folgendes. Wir laden auf. So, Transporter kann ich machen. Hier habe ich sie ja. Transporter haben wir einmal hinten. Sperrschalter. Dann haben wir unten. Machen wir einfach in die Mitte, weil er auch in der Mitte ist. Sperrschalter. Und wir haben noch vorne auch Sperrschalter. Genau, der unten ist verriegelt. Kann ich den abheben? Ah, jetzt habe ich noch die Fahrwerke entriegelt. Zack. So, und schon schwebt das Teil, aber bremst nicht so, wie ich das will. Ah, wartet mal, habe ich hier irgendwas gerade falsch gesetzt? Triebwerke oder so? Atmosphärentriebwerke. Vorwärts, rückwärts, die sind doch alle an. Ist der irgendwie voll? Nee. Wieso bremst der denn nicht gegen?
Hallo? Was ist denn mit dir los? Jetzt fliegt er irgendwie rückwärts. Frag mich aber, warum fliegt er jetzt rückwärts? Irgendwie die vorderen Triebwerke boosten nicht gegen. Aber das kann ja nicht sein. Wieso boosten die nicht gegen? Liegen die irgendwie drauf oder so? Wartet mal, ich probiere mal kurz was. Aber dann müssten sie ja jetzt abfallen. Unsinnig. Okay. Dann Kontrollfeld. Cockpit. Hauptcockpit. Oh. Wieso bremst er denn jetzt nicht ordentlich? Irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Ich mach die nochmal aus. Nochmal an. Die Triebwerke nach vorne haben irgendein Problem. Triebwerke rückwärts sind ja eigentlich die. Wenn ich nach hinten drücke, passiert auch gar nichts. Ansteuerung? Ne, habe ich nicht drauf. Cockpit? Das ist das Hauptcockpit. Triebwerke steuern, an, aus. Jetzt irgendwie ein Content drin? Vielleicht mache ich mal, habe ich hier irgendwie den Content reingeklickt oder so? Ne. Die nach vorne reagieren irgendwie nicht. Warum denn nicht? Was ist mit dem Schiff nicht in Ordnung? Okay, ich mache einmal Folgendes. Hopp hier einfach einmal die Triebwerke ab und bringe sie nochmal an. Okay. Ist aber verrückt hier irgendwie. Vielleicht mache ich auch irgendwas anderes gerade falsch. Sind noch irgendwelche von den Teilen auf irgendeinem Status? Nee. Jetzt gehen sie. Okay. Links. Rechts. Okay. Hä? Hier waren irgendwie... Irgendwie waren sie kaputt. Okay, gut. Jetzt sind sie nicht mehr kaputt. Jetzt kann ich hier entsprechend andocken. Hoffen wir mal jedenfalls. So, müssen wir mal gucken. Hoppala. Das sieht gut aus. Wir passen hier auch seitlich dann in den Tunnel, den wir später ausgraben. Ja. Bereit zum Docken. 3. Können wir kurz die Triebwerke ausschalten, damit die nicht mehr powern. 2. Ich muss sie kurz nochmal anschalten, weil ich hier Triebwerke... Moment. Ne. Atmosphären. Ah. Jetzt blöd gerade. Wartet mal kurz. Transporter, Triebwerke. Hier. So, die beiden noch hinzugefügt. Speichern. So, jetzt kann ich sie ausschalten. Dann schnappe ich mir hier einmal Verbinder, Transporter. Das ist nicht richtig. Ich benenne also einmal hier noch im Kontrollfeld die Frachtcontainer in Transporter um, damit ich sie leichter wiederfinde. Kopieren. Einfügen, einfügen. So, dann gehe ich nochmal auf die Übersicht. Inventar. Achso, hier kann ich auf die klicken und dann kann ich ja hier die anderen raus. Ja, okay. Okay. So, und kann hier jetzt das Eis nehmen. Ja. Jetzt ist die entscheidende Frage, ob das passt. So, vorne einmal die Entriegelung lösen. Okay, sieht so aus, als wenn wir das halten können. Das ist gut. Und dann fliegen wir jetzt zurück zum Andockstutzen. Und können das Zeug hier wieder oben absetzen. Nochmal, hier fliegen wir drüber, genau. Bin mir nicht ganz so sicher, ob mir das hier wirklich gut gefällt, dass wir das jetzt so eingelassen haben in den Boden. Dadurch finde ich das hier deutlich schwieriger zu manövrieren. Vorne. Ja. Ja.
Okay, sitzt drauf. Wir können unten bereit zum Verriegeln machen. Stellen die beiden um. Und dann sollte hier raus, können wir uns ja von drinnen nochmal kurz angucken, Inventar, das Eis rausgezogen werden. Das sieht gut aus. Okay. Kriege ich jetzt hier eh nicht auf Eis, ne? Die Frachtcontainer. Ach, das gefällt mir nicht, dass die da automatisch reinfließen. Da muss ich vielleicht mich nochmal belesen, wie wir das hinkriegen. Aber wie gesagt, unser Tunnelbohrer funktioniert. Dahin würde ich jetzt auch nochmal zurückfliegen. Jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Hinten fahre ich das jetzt ein Stück runter. Und zwar auf der 6. Ja. Bis wir docken können. Verdammt, wir können gar nicht docken. Ist zu schräg. Okay, dann können wir noch Folgendes machen. Ich kann den vorne runterfahren, bis ich hinten docken kann. So. Dann fahre ich den vorne hoch. Nee, ich schließe den vorne, dann fährt er hoch, genau. Und jetzt kann ich vorne die Bohrer anschalten und auf der 6. Voilà. War die falsche. Auf der 8 kann ich das Ganze nach vorne fahren lassen und dann sollten wir uns hier langsam aber sicher in den Boden reingraben. Und damit dann hoffentlich auch demnächst nicht nur Eis abtragen, sondern dann auch die Sachen, die wir brauchen, nämlich Stein. Und noch cooler wird es natürlich, wenn hier irgendein Erzvorkommen liegt. Aber vor allen Dingen will ich ja so auch Tunnel bohren können. Super, hier unten. Ah, ich könnte natürlich mal überlegen. Wohl Energie habe ich ja derzeit genügend, ne? Mal überlegen, ob ich hier das Energieteil anmache. Wobei, das ist eigentlich nicht notwendig. Wir haben hier, die sind alle gut gefüllt, unsere Batterien. Das heißt, das, was wir derzeit nicht brauchen, ist Energie. Erstmal eine gute Aussage ist. Hier oben sind ja die Kollegen, die hier auch immer wieder dann entsprechend laden. Überlegt, ob ich hier oben noch einen Förderteil zwischensetze. Mal hier kurz zurück. Genau, jetzt ist er hier vorne auf jeden Fall schon im Gestein. Ist ja auch schon mal sehr gut. Das heißt, dass unsere Raffinerie hier die ersten Sachen ziehen sollte und dann das Ganze nach hinten liefert in unseren letzten von den beiden, also den hinteren Frachtcontainer, den großen. So, jetzt muss ich wieder umkehren und zwar vorne einmal nach unten fahren. Immer noch nicht weit genug. Okay, dann fahre ich hinten auch nochmal runter. So, jetzt ist vorne verankert. Dann fahre ich hinten, mache ich hinten einmal aus. Der fährt hoch, genau. Und wir können das Ganze wieder zusammenfahren lassen. Perfekt. Achso, wir sollten hier vielleicht, aber wenn wir das gerade machen, die Bohrer einmal ausschalten, weil die müssen jetzt ja dabei keinen Strom verbrauchen. Und ich wollte hier unten noch einmal. Ist das jetzt die richtige Ansicht? Weiß ich gar nicht. Ja, anscheinend. Ich wollte hier nochmal so ein Teil drunter setzen. Einfach nur von der Optik her, weil das so, finde ich, ein bisschen stabiler und gut, besser aussieht. Guter aussieht, hätte ich was gesagt. Okay. Wunderbar. Bohrer funktioniert. Gleich ist das hier wieder entsprechend zusammen und wir können quasi in den nächsten Bohrrhythmus gehen. Hier hinten habe ich jetzt entsprechend Eis drinne liegen, aber eben auch neben dem Kies auch Eisenbarren. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso bewegen wir uns? Wir bewegen uns nicht. Der Bohrer hat noch sich ein bisschen zusammengezogen. Da müssen wir natürlich auch hier mal reingucken. Die Sachen sind jetzt leer hier, ne? Nee, hier ist in der Raffinerie noch ein bisschen Stein drinne. Und im Reaktor eben noch ein bisschen was von dem. Okay. Was wir uns überlegen müssen, ist, was wir am Ende mit dem Kies machen. Habe ich noch keine
richtig gute Lösung für gefunden. Gucken wir mal. So, jetzt kann ich erstmal wieder hinten verankern. Ich muss mal kurz gucken, in welche Richtung jetzt der hintere ist. Der ist schon oben, also kann ich hinten jetzt verankern. Vorne einmal lösen. Dafür das vorne auch einmal hochfahren. Ja, dann kann es unten nicht irgendwo gegenkommen. Ist gelöst. Ich mache die Bohrer an und das Ganze bewegt sich wieder vor. So das Prinzip. Ich finde, wir könnten hier noch ein paar Lichter anbringen an dem Kollegen. Vielleicht kriege ich das schon mal hin. Haben wir hier noch rumliegen? Okay. Produktion. 20 von den Herstellungskomponenten reingehauen. Ich nehme... wartet mal kurz. Nehme hier mal 20 mit. So, dass es noch aufgeht. Gehe mal auf Innenbeleuchtung. Und dann gucken wir mal, dass wir das hier ein bisschen noch anbringen. So, wir haben hier vorne was. Da einmal Licht dran. Auf jeden Fall an die beiden... an die beiden Füße hier. So. Ganz gut aus. Und dann bringen wir einmal hier hinten Licht an. Eins. Zwei hier noch dran. Ja. Dass man zumindest ungefähr weiß, wo sich unser Bohrer befindet. Ja. Aber das sieht doch schon besser aus hier. Haben wir oben noch für Möglichkeiten. Hier war ja so ein bisschen Überlegung, ob wir da Solarzellen draufpacken. Das heißt, ich baue hier mal ein Licht rein. Und vielleicht auch einfach mal eins nach unten. Und hier so ein bisschen. Ja, genau, so sieht es doch schon besser aus. Hier ist mit Licht gerade schlecht. Und auf der Seite... Naja, das ist halt nur das Teil, ne? Hier weiß ich nicht, das macht alles noch nicht so... So, haut mich alles nicht so um, hier doch Licht anzubringen. Wie viel habe ich noch? 4, genau. Okay, damit wir die jetzt auch verbauen, baue ich noch hier und auf der anderen Seite ein Licht an. Dann ist der erstmal so beleuchtet, dass wir den gut sehen können. Auch wenn es dunkel ist, dass man zumindest nicht gegenfliegt. So, ich kann hier jetzt einmal reinhüpfen, mache vorne die aus. Stell hier beim Verbinden jetzt erstmal vorne den auf... bereit. Genau, den hinten kann ich lösen. Auch hochfahren. Ah, der ist schon hochgefahren. Und dann fahren wir das Ganze wieder einmal zusammen. Das können wir den jetzt aber machen lassen. Und ich besorge uns hier nochmal den Kollegen. Und wir holen nochmal den Kram dort ab. Ich gucke nochmal kurz hier. Hier irgendwie im Schiff. Ah, hier ist auch noch Eis im Schiff. Das ist natürlich nicht ideal. Das heißt, ich müsste hier die vielleicht doch nochmal umfunktionieren. Rollfeld, groß. Nenn das mal noch Force. 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 Sollten ja hier gleich Sachen reinkommen. Und dann gehe ich nochmal aufs Kontrollfeld und guck mal hier bei Ores nach. Hier haben wir nämlich kleine Frachtcontainer. Die sollen ja auf jeden Fall ein Ores haben. Ja. Klappt so semi-gut, die wieder zu löschen, muss ich sagen. So, jetzt benenne ich die wenigstens noch so, dass ich sie überhaupt unterscheiden kann. 1, 2, haben wir schon 3, 4. Und hier, das ist jetzt ein großer Frachtcontainer. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist. Müssten doch eigentlich aber mit allen verbunden sein. Achso, ich habe nur den, weil ich den vom Raussuchen noch habe. Okay.
So, okay, das heißt, ich kann jetzt nochmal hier auf Force gehen. Dann machen wir es lieber nochmal hier. Or. Da sollten jetzt alle Sachen drin liegen. Hier ist jetzt einer sehr gut gefüllt. Okay. Gut, passt aber so für mich. Damit sollte der jetzt hier oben hoffentlich leer werden. Geh nochmal kurz rein. Genau, der ist leer. Ich fliege jetzt noch eine Runde Zeug abholen. Kurz gucken. Mindestens abheben können wir noch zusammen. Triebwerke an, ausladen auf, entriegelt aus. Das auch. So, okay. Hier einmal am Abheben. So, und dann mache ich mich mal wieder auf den Weg nach drüben. Da müsst ihr mir nicht bald zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Space Engineers. Und ihr seht, so langsam entsteht hier richtige kleine Industrie um unseren Landeplatz auf dem Planeten rum. Wir holen uns langsam hier unser Zeug zusammen, auch wenn wir vielleicht nochmal mit dem Miner sogar nach oben Eisen holen fliegen sollten. Gucken wir uns dann alles in Ruhe an in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut!